Die ganzen Hochwassermassen rollen jetzt in die größeren Flüsse rein, wie zum Beispiel in den Neckar, in die Donau und dann folglich in den Rhein, also vom Neckar aus, von der Donau aus nicht. Hier steigen die Pegel weiter an und es stehen ganze Landstriche unter Wasser. Und hier hat der Maxi dieses Bild noch reingeschickt von der Filz. Das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr so ein hoher Wasserstand gewesen. Grüße Sie und grüße euch. Und der Daniel hat auch noch mal ein Bild reingeschickt von der Jagst hier in der Nähe bei Kirchberg. Das hat er ja gestern schon gemacht gehabt, da ist das nochmal angestiegen. Das fließt ja alles in den Neckar rein. Es gibt auch Hochwasser und zwar an der Donau. Hier das Bild vom Matthias in Straubing. Da wird aber der Pegel noch deutlich weiter ansteigen. Und auch beim Herbert hat es Hochwasser gegeben, bedingt durch Starkregen hier mit der Schwarzach. Er hat dazu geschrieben, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie im Amazonasgebiet. Da steht alles unter Wasser und die Feuerwehr musste Autos wegräumen, die da geparkt hatten. Irgendwie hatten wir doch darüber gesprochen, dass man Autos nicht an solche Bäche und Flüsse stellen soll, weil dann das Wasser kommt. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Es lichtet sich aber, es ist jetzt vorbei. Wir kriegen im Süden Deutschlands heute noch starke Regenfälle und dann ist Schicht im Schacht. Das Hochwasser wird abfließen und ehe eine neue Hochwassergefahr drohen könnte, da müssen wir im Konjunktiv bleiben. Rund um den Alpenraum ist das Wasser verschwunden und dazwischen wird es eine Nummer freundlicher werden. Schauen wir ganz kurz auf zwei Modelle. Einmal von Icon, dem deutschen Modell. Das ist das, was am Alpenrand noch runterkommen wird bis heute Abend bzw. in der Nacht 2 Uhr. Das ist eine ganze Menge und auch das amerikanische GFS-Modell macht das noch. Das sind teilweise über 40 Liter auf den Quadratmeter und punktuell an manchen Stellen können es auch 60 oder 70 Liter sein mit lokalen Überflutungen. Dann ist aber definitiv erst einmal Schluss mit solchen Regenfällen. Wir bleiben bei den Niederschlägen und erweitern das Ganze bis zum 10. Nein, doch Tag 10 bis zum 12. Juni vom europäischen ECMWF-Modell. In der Schweiz und in Österreich werden wir verbreitet viel Niederschlag bekommen, auch in Norditalien und im äußersten Süden Deutschlands. Nach Norden zu ist da weniger los, erst wieder an den Küsten. Das amerikanische Modell macht es ähnlich, aber wie mit dem Lineal geschnitten. Hier nördlich der Mosel und Mainlinie ist es relativ trocken, südlich davon sehr nass, wieder mit großen Niederschlagspeaks, vor allen Dingen in Schwaben. Das hatten die Modelle gestern schon die ganze Zeit drin und jetzt auch wieder. Das ist eine Luftmassengrenze, die hierher kommt. Und wenn wir das nochmal um 6 Tage erweitern, bis zum 18. Juni soll das runterkommen. Vom Schweizer Mittelland bis nach Vorarlberg ins Tiroler Oberland und in den Südwesten Bayerns. Enorme Niederschlagsmengen, natürlich um diese Jahreszeit als Regen, ganz, ganz hoch droben auf den Gletschern als Schnee. Ich will nicht sagen, dass das eine Wiederholung wird. Das ist eine andere Wetterlage. Aber da stehen noch mal stärkere Regenfälle an. Bis das aber soweit ist, ist alles an Wasser abgeflossen. Im Norden sollte derweil dann auch einiges runterkommen. Und in der Mitte haben wir einen Streifen, wo weniger passieren wird. Vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Schauen wir mal diese drei verschiedenen Punkte an. Und da gehen wir jetzt die Ensembles durch. Wir beginnen im Norden mit Itzehoe. Rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, also das Klimamittel. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Und jetzt geht es erst einmal runter mit den Temperaturen. Das kippt einmal um 180 Grad. Der Norden, der bisher die Wärme hatte, wird die Kühle kriegen. Und der Süden, der bisher sehr kühl war und nass, der wird die Wärme bekommen, teilweise auch Schwüle. Und hinten raus gleichen sich dann die Temperaturlinien wieder an und es kommt immer mal wieder zu Niederschlagssignalen. Nichts Wildes. Das europäische ECMWF-Modell macht es 1:1 genauso. Gehen wir in eine Ecke, die sehr trocken wird. Das wird Bad Kreuznach sein in Rheinland-Pfalz. Hier haben wir vorübergehend mal in 1500 Meter Höhe leicht unterdurchschnittliche, sonst durchschnittliche Temperaturen mit den Ausreißern nach unten und nach oben. Ab und zu kommt es zu Niederschlagssignalen. Der Hauptlauf hier in hellgrün ist da sehr schwach vertreten. Man muss davon ausgehen, dass ein bisschen mehr fallen wird. Aber Trockenheit oder Dürre wird es deswegen nicht geben, weil die Temperaturen doch relativ gesetzt sind. Und das europäische ECMWF-Modell macht es ähnlich. Und jetzt gehen wir in die Region, die schon wieder diese immensen Regensummen berechnet, und zwar nach Marktoberdorf. Da geht es mal rauf mit den Temperaturen, also analog zum Norden nur umgedreht. Hier hoch,
im Norden runter, dann geht es wieder runter und dann wogen wir um das langjährige Mittel herum. Der grüne ist der sogenannte Hauptlauf. Und der hat uns auch diese großen Niederschlagssummen gezeigt. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Da ist einmal ein Peak dabei, der geht deutlich nach oben. Kann man sagen, ist ein Ausreißer. Und hier geht es nochmal nach oben. Aber was ist denn mit den anderen Läufen? Da seht ihr die Schattierungen. Da sind viele dabei, die genau solche Niederschläge berechnen. Dann gäbe es eine Niederschlagspause und hier gibt es wieder diese Ausreißer. Es müssen jetzt nicht 150 oder 200 Liter sein, aber 100 bis vielleicht 150 werden hier in den nächsten 2 Wochen dann nach diesen Prognosen doch zusammenkommen, weil sich das immer und immer und immer wiederholt. Und das nächste Modell, das europäische ECMWF-Modell, macht es genauso. Außer, dass der Hauptlauf hier am Anfang ganz schwach dabei ist und in der Mitte auch, aber ansonsten sind alle anderen Läufe pitsche, patsche, nass im Süden. Nochmal, da wird es jetzt ein paar Tage freundlicher werden. Das Wasser wird abfließen, es kann alles abtrocknen. Wir haben um diese Jahreszeit, auch wenn es nicht so wahnsinnig warm ist, eine sehr hohe Verdunstungsrate. Das ist das Gute. Aber da kommt wieder Wasser. Und wie viel das wird, ist noch unsicher, aber wenig ist das nicht. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Schauen wir jetzt mal auf was ganz anderes, weil das auch gefragt wurde. Was ist eigentlich mit den Sommertagen in diesem Jahr? Also ein Tag, der 25,0 Grad erreicht hat oder mehr. Da haben wir bisher deutschlandweit gemittelt 5,5. Die meisten, mit Abstand die meisten in Berlin und Brandenburg mit 12. Der Rest ist mit ein paar dabei. Natürlich an der Ostsee und an der Nordsee die wenigsten. Und wenn wir nur die des meteorologischen Frühjahrs nehmen, sind es 5,5. Eben waren es 5,51, so eben 5,5. Und wieder ist Brandenburg hier ganz weit vorne dabei. Überhaupt der Norden Deutschlands und der Südwesten. Und wie ist das im Vergleich zum langjährigen Mittel? Da schauen wir uns mal alle Frühjahre an, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und da sind wir in diesem Jahr hier. Also ziemlich weit unten im Vergleich zu den letzten Jahren, zwar überdurchschnittlich, aber mit den vergangenen Jahren, wo die Frühjahre auch sehr warm waren, sehr weit unten. Und das ist ja das Kuriose, dass wir zwar einen rekordwarmen Frühling hatten, es war noch nie so warm seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, aber das sind ja nur die Mitteltemperaturen. Bei den Höchstwerten schaut es da ganz anders aus, da wurden relativ wenige Sommertage erreicht. Schauen wir auf den Niederschlag von gestern. Da gab es diesen Streifen, der von Baden-Württemberg rüberging durch Franken bis nach Sachsen und Brandenburg rein. Und das waren die Niederschlagssummen, die runtergekommen sind in Baden-Württemberg in Kaiserbach. 107 Liter auf den Quadratmeter. Hier stand und steht wieder alles unter Wasser mit neuerlichen Überschwemmungen. Und in Neumadlitz 65 Liter, in Brandenburg gab es auch so viel Regen. Auch hier gab es lokale Überschwemmungen. Das waren diese einzelnen Gewitterzellen, die ganz, ganz langsam gezogen sind. Und diese ganze Restfeuchte, die da war, die quetscht sich heute eben an den Alpenrand, um da auszuregnen. Im Nordosten gab es ein bisschen Sonne, sonst war nicht so viel los. Und erinnert euch mal zurück, vor einem Jahr um diese Zeit, da hatten wir wolkenlosen Himmel, Wärme und es war wie im Hochsommer. Die Temperaturen, Tiefstwerte 7 bis 17 Grad, Höchstwerte 13 Grad in den westlichen Mittelgebirgen, 26 Grad in Brandenburg. Und von der Wetterlage her gräbt sich jetzt dieses Tief so ein bisschen ein in der Höhe und am Boden haben wir so einen Hochkeil. Die Temperaturen liegen jetzt vorübergehend mal ziemlich weit unten, auch der Norden Deutschlands wird deutlich kältere Temperaturen bekommen. Am Freitag gibt es so eine Zweiteilung. Dieses rödelnde Tief zwischen Norwegen, den britischen Inseln und Island hat sich hier eingenistet und ein Schwall an Heißluft kommt aus dem Mittelmeerraum nach Norden, schwappt sogar über die Alpen und die Nordmeerluft zieht in den Nordwesten Deutschlands. Und im weiteren Verlauf, und jetzt sind wir in einer Woche am Montag, haben wir wieder ein kaltes Skandinavientief. Die Hitze verschwindet und mit einer westlichen bis nordwestlichen Strömung gehen dann auch im Süden Deutschlands die Temperaturen wieder zurück. Und an dieser Luftmassengrenze von der kurzen Hitzeflackerei wieder hin zur kühlen Nordmeerluft, das ist ja was Schleifendes, direkt am Alpenrand können eben diese starken Regenfälle auftreten. Heute Vormittag haben wir den starken Regen, das merke ich auch draußen sowieso, aber ich meine im Büro, das hat geprasselt. Richtig wie Gewitterregen und das zieht sich weiter zurück, schwächt sich dann ab und geht weiter Richtung Ober- und Niederösterreich und Salzburg. Ansonsten kommt ein Streifen mit Sonnenschein und im Nordwesten zieht ein bisschen Regen auf. Hier nochmal lokale Überflutungsgefahr und dann der Streifen mit Sonnenschein. Der Wind dreht auf nordwestliche bis westliche Richtungen und die Temperaturen liegen bei 17 bis 23 Grad. 13 Grad sind es im Regen, 15 Grad an der See und bis zu 25 Grad im Osten Österreich.
Miezi bleibt draußen. Morgen haben wir dann eine Mischung aus Wolken und Sonne. Im Südosten sind ein paar Schauer unterwegs. Am Nachmittag werden die Schauer im Nordwesten zahlreicher. In den Alpen gibt es ein paar Schauer und Gewitter. Ansonsten wird es vom Wetter her vor allen Dingen zum Abend hin gar nicht mal so schlecht. Und die Schauer und Gewitter, die da unterwegs sind, die sind nicht mehr unwetterrelevant. Der Sonnenschein dazwischen tut richtig gut. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen und die Höchstwerte erreichen 19 bis 24, an der Lorelei bis zu 25 Grad, an der See und am östlichen Alpenrand um die 17 Grad. Am Mittwoch kommen so staffelweise Schauer durchgezogen. Teilweise sind Gewitter dabei, die sind dann auch mal wieder ein bisschen stärker, aber keine Unwetterdinger, sondern da gibt es Platzregen, ganz normal für die Jahreszeit, eben aus Nordwest nach Südost ziehend. Davor gibt es Sonnenschein und dahinter auf der See auch wieder. Hier ist es sehr windig. Ansonsten geht's mit dem Wind, aber er ist eben spürbar mit Schauer- und Gewitterböen. 13 bis 18 Grad im Nordwesten, sonst 19 bis 25 an der südsteirischen Weinstraße bis zu 28 Grad. Am Donnerstag haben wir im Südosten ein paar Schauer und Gewitter. Da ist es relativ warm, zum Teil schwül. Bei 20 bis 28 Grad im Nordwesten ist es kühler. Und diese Zweiteilung bleibt dann am Freitag im Norden 15 bis 22 Grad mit ein paar Schauern im Süden, 22 bis 30 Grad im Südosten Österreichs bis zu 31 Grad. Da sind aber auch einzelne Schauer und kurze Gewitter dabei. Die haben aber fast einen tropischen Charakter. Und vor allen Dingen ist es eine komplett andere Luftmasse als die letzte Zeit. Wir hatten ja in den Alpen Regen und Schnee, Schnee bis 1200 Meter Höhe. Und wie man da auf die Idee kommen kann, zu sagen, wärmere Luft kann mehr Wasser speichern, drum hat es dieses Regentief gegeben. Es ist so ein Punkt, Punkt, Punkt. Ja, deshalb hat es auch bis 1200 Meter Höhe geschneit. Am Samstag haben wir dann im Süden Schauer und Gewitter. Nicht zu knapp, da können kräftige Brummer dabei sein. Im Norden ist es freundlicher und sehr windig. Hier kühl, im Süden warm bis heiß und vor allen Dingen dampfig schwül. Und diese Schwüle wird dann am Sonntag ausgeräumt mit zum Teil anhaltenden und gewitterigen Regenfällen. Im Südosten Österreichs noch Wärme, sonst geht es rauf auf 13 bis 21 Grad nur noch. Und das sind eher schon sehr optimistische Werte. Der direkte Modelloutput liegt etwa 2 Grad drunter. Kommen wir kurz zu den Ensembles. Im Norden Deutschlands Temperaturen von um und unter 20 Grad, bleibt auch so hinten raus ein bisschen wärmer. Immer mal wieder Niederschlagssignale, nichts Schlimmes oder Wildes. Im Westen haben wir auch gesehen, ist recht mau in der nächsten Zeit. Um die 20, später auch mal Richtung 25 Grad, Ausreißer nach oben und nach unten. Regen jetzt nicht so stark, in der Mitte auch, da hat sich's beruhigt. Um die 20 Grad, mal ein bisschen darüber, mal ein bisschen darunter. Ab und zu Niederschlagssignale, eine leicht wechselhafte Lage am Rande des Azorenhochs. Im Osten tendenziell wärmer, das soll auch so sein. Das ist diese Klimazone hier, da gehen wir weg vom Maritimen ins kontinentale Klima. Ab und zu gibt es da mal ein bisschen Regen. Im Süden Deutschlands sind wir am Rande zum mediterranen Klima mit der feuchten Luft aus dem Mittelmeerraum und Hitze, gleichzeitig mit der kühlen Nordmeerluft. Und da gibt es dann eben immer wieder diese Niederschlagsflackereien und die Temperaturen sind mal bei über und mal bei unter 20 Grad. Und wenn es wärmer wird, dann wird es gleich richtig wärmer, auch mal mit über 25 Grad. Auch in Zürich, in der Schweiz, deutlich wärmer jetzt in der nächsten Zeit, dann kommt auch so ein richtiger Regenschwall und schaut mal, was da für Ausreißer drin sind. Das ist auch für Schweizer Mittelland kritisch in rund einer Woche. Dann geht es runter mit den Temperaturen und dann eher gemäßigt weiter. Und zu guter Letzt der Blick nach Wien. Hier geht es in Richtung hochsommerliche Temperaturen, fast 30 Grad mit ein paar trockenen Tagen. Dann kommt auch hier die Abkühlung mit Regen und Gewittern. Im weiteren Verlauf dann mäßiges Sommerwetter für diese Breitengrade. Schönen Wochenstart und bis später.